Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, die Sarah ist hier schon am Rumballern, weil hier, wo sind sie? Sternblut, da haben wir den. Ist ein weißer Sternblut. Ist ein weißer Sternblut. Habe ich hier noch bessere Waffen? Den hier würde ich mal nutzen wollen. Gegen den Sternblut. Wo ist denn der hin? Der war hier doch gerade irgendwo. Oben? Sarah guckt oben. Also ist da oben irgendwo. Naja, wo ist er hin? Überhaupt kein Profi-Show weiß, dass wir Jetpacks haben. Also da. Okay, den haben wir. Hier ist irgendwo noch einer. Der ist hier bestimmt irgendwo. Kann das sein? Ist er das? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. So, okay. Wo muss ich den jetzt suchen? Wo muss ich hin? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss. Notizblock. Irgendwo ist noch ein Sternblut hier. Nur wo? Hier hatten wir ja jetzt in der letzten Folge das Artefakt abgeholt, aber wo müssen wir jetzt hin? Nach oben auf jeden Fall. Hier haben wir noch eine Tür. Okay, hier waren wir noch gar nicht dran gewesen. So, wenn wir mal schauen, das würde hier passen. Ja. Die beiden passen schon mal. So, warte mal. Erstmal gucken. Der würde hierhin passen. Und der dann dafür da. Mal gucken. Wo will der hier jetzt rein? Hier, der könnte hier hinpassen. Okay, den müssen wir rückgängig machen. Wo könnte der hin? Der könnte hier hin. Und dafür passt der hier rein. Perfekt. So. Ui, hier können wir wieder aufmachen. Und hier haben wir noch einen Safe. Den müssen wir auch noch aufmachen. Der passt schon mal hier rein. Den vielleicht lieber nicht. Den dafür aber. Oh, der könnte.
Der passt da oben hin. Ah, verdammt. Warte mal. Ja, jetzt haben wir's. Das nehmen wir mit. Antike Videokassette. Traumapfer brauchen wir. Schalldämpfer. Nehmen wir mit zum Verkaufen. So. Ah, hier sind wir wieder. Okay. So, wir müssen aber wieder einen Weg rausfinden. Diesen Weg schon mal. Wir haben nichts gefunden. Wo ist der hin? Hey! Ruhe jetzt! Alter! Übertreibt er so? Verlasse die NASA. Achso, das Ziel ist, die NASA zu verlassen. Okay. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Vorne ist wieder jemand. Alter, was? Das ist mir ein bisschen zu heavy gerade. Wir müssen zusehen, dass wir wieder Heilmittel, Medipacks und so weiter bekommen. Und wo ist da hin? Alter, der lädt sich ja auf. Ich konnte ihn ganz kurz looten, für einen kurzen Moment. Für einen kurzen Moment war das soweit. So, wir müssen aber jetzt einen Weg rausfinden. Alter, noch ein Sternblüter. Wie viele sind denn von denen hier? Energie erforderlich, verdammt. So, da vorne. Ich hoffe, der findet uns jetzt nicht. Ich will jetzt den Sternblütern erstmal aus dem Weg gehen. So, hier wollen wir nach oben. Ja, wir werden auch noch zu Sternblütern. Keine Sorge. Sarah und ich. So, jetzt aber erstmal hier raus. Was, wenn wir hier durchgehen? Ach ne, da sind wieder welche. Notfallkit. Der passt hier rein. Der würde hier reinpassen. Der würde hier reinpassen. Dann würde der aber auch hier hinpassen.
So. Okay, wo kann ich... Ah, ne. Was? Hier sind gleich zwei Stück von denen, oder wie? Hier durch, oder was? Alter, wo muss ich lang? Da lang, okay. Alter, ich weiß gerade gar nicht, wohin. So, da haben wir einen. Oh nein! Jetzt geht das schon wieder los. Warte mal. Die Waffe ist das Beste da gegen den. Irgendwas ziehen wir gerade aber noch Leben ab. Kein direkter Weg zu sehen. Na super. Da ist der. Noch eine Quantum Essence. Nehme ich mal alles mit. So, Sarah, sag mal, wo muss ich hin? Daran sieht das aus. Wo muss ich jetzt hin? Das ist sehr laut auch gerade für mich. Ich glaube schon wirklich hier hin. Medipack, nice. Wir brauchen aber auf jeden Fall diese Waffe hier. Okay, hier geht's aber auch. Wir müssen hier entlang. Okay, noch 40 Meter in diese Richtung. Und die ganze Zeit hier von irgendwelchen... Ah, hier. Von irgendwelchen Sternblütern angegriffen. Okay, jetzt hier entlang, hier durch. Ich hoffe, hier sitzt keiner von denen. Ja, wir laufen zu schnell. Aber das müsste jetzt eigentlich auch schon der Weg raus sein, ne? Eigentlich. Nee. Hier ist nicht der Weg raus, da vorne ist der Weg raus. Ist das Sarah mit dem Licht oder was ist hier mit dem Licht?
Sarah, kommst du? Noch langsamer geht's nicht, oder? Gute Dame. So, sprich mit den Gesandten. Okay. Jetzt erstmal einen Weg hier runter. Autsch. So, wir gehen mal entspannt dahin. Wir sind ja nämlich extrem überladen, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich... Verstehst du jetzt, warum du herkommen solltest? Die Artefakte haben das Geheimnis interstellarer Reisen enthüllt. Auf Kosten der Erde. Ein No-Brainer. Warum eine Welt haben, wenn man alle besiedelten Systeme haben kann? Die Grafantriebe waren es nicht wert, die Erde zu opfern, unser Zuhause. Genau, die Menschen waren für die Sterne bestimmt. Ich verstehe nicht, was ich gefunden habe. Erklär mir das bitte. Alle Grafantriebe in den besiedelten Systemen basierten auf der Technologie eines Artefakts, das auf dem Mars entdeckt wurde. Die frühen Antriebe erschütterten jedoch das Gravitationsfeld um die Erde. Schließlich verschwand die Atmosphäre nach und nach ins All. Deswegen ist die Erde unbewohnbar. Das Artefakt half den Wissenschaftlern, Zeit und Raum zu verstehen, aber nicht zu erkennen, wohin das führen würde. Ohne die Artefakte würde es die besiedelten Systeme nicht geben. Wir haben dem, was bei der NASA geschehen ist, viel zu verdanken. Die Grafantriebe waren es nicht wert, die Erde zu opfern, unser Zuhause. Ich bin sonst eine große Bewunderin der Wissenschaft. Aber in diesem Fall hat sie versagt und uns unermesslich viel gekostet. Falls wir es nicht sowieso verloren hätten. Krieg, Krankheiten, Hunger. Die Klassiker. Siehst du das nicht? Das Artefakt hat die Menschen zu den Sternen gezwungen. Sie hatten keine Wahl. Wie viele hätten die Erde gewählt? Was gab Victor Eiser das Recht, für sie zu entscheiden? Du erkennst die Heuchelei in den Worten des Gesandten. Der Gesandte will den Leuten ihren freien Willen nicht nehmen, aber stiehlt die Artefakte, um sie für sich zu haben. In den falschen Händen können die Artefakte jeden zum Tyrannen machen. Deswegen geben wir auf sie Acht. Das Einzige, worauf du Acht gibst, bist du selbst. Der Gesandte hat recht, die Artefakte gehören in die richtigen Hände. Der Hunter hat recht, es zählt nur, wer alle Artefakte zuerst bekommt. Es wird Zeit, dass jemand anderes als die Sternbüterentscheidung trifft. Ich bin dafür. Du hast recht. Wenn das wieder und wieder passiert, dann sind sie mittlerweile vielleicht in einer Sackgasse. Der Gesandte und ich haben unsere Differenzen, aber du solltest uns keinen gemeinsamen Feind verschaffen. Ausnahmsweise hat er recht. Tu es nicht. Wir können die letzten Teile gemeinsam finden. Ich bin auf der Seite des Gesandten. Eine Allianz mit dem Hunter wäre wohl die beste Strategie. Ich habe euch beide satt. Ich begebe mich allein zur Allheit. Ich traue den beiden nicht. Bravo. Genau diese Wahl hatte ich mir erhofft. Ich werde an deiner Seite bleiben, egal was wir tun müssen, um das durchzustehen. Na, sieh einer an. Der Gesandte und ich, eng befreundet. Du hast deine Wahl getroffen. Wenn du bereit bist, treffen der Hunter und ich dich beim verschütteten Tempel. Und klären alles. Das heißt, wir töten dich. Und wir warten, bis du da bist.
letzte Runde beginnt erst, wenn nur noch ein Artefakt übrig ist. Und falls ich mich nicht irre, hat Constellation noch welche vor sich. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Okay, die beiden hauen ab. Sarah? Was gibt's denn, Sweetie? Die hat nichts Neues zu sagen, okay. Ja, wo geht's eigentlich in Richtung Raumschiff nochmal? Wo haben wir hier geparkt? Da hinten. Wir können aber jetzt, genau, da hinten ist die Dragonfire. Wir können jetzt nicht uns hinporten. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. Das heißt, wir müssen ganz normal entspannt dahin laufen. Also auf langsame Art und Weise. Ich frag mich jetzt, wie geht's weiter? Ich habe jetzt erstmal auch für ein Weilchen genug von denen, muss ich sehr ehrlich sagen. So, ich würde jetzt eigentlich gerne ein bisschen flotter dahin gehen. Und mein Inventar mal leeren. Apropos, wir haben ja jetzt ein... hier, wir haben wieder eins. So, wir haben aber hier auch noch viel zu viel, was wir skillen dürfen. Verdammt. Wir sind auch gerade erst... Welches Level sind wir gerade? 35. Von was weiß ich, wie vielen wir brauchen hier. So, was könnten wir... Ich wollte hier irgendwo was machen, ne? Außenposten, so in die Richtung. Medizin. Würde ich den hier jetzt mal machen. So, das heißt dann, abgesehen davon, dass wir jetzt immer noch überladen sind, dass eigentlich unsere Gesundheit jetzt noch besser regenerieren soll mit Medipacks. Ich weiß nicht, kriegen wir das hin eigentlich auf Maximallevel hochzukommen? Also Hauptstory werden wir definitiv noch durchkriegen. Wir werden das noch ein Weilchen auch nach der Hauptstory durchspielen. Ich bin aber auch oft so am Vorproduzieren. Und es ist ja jetzt schon raus, dass es bald jetzt das erste DLC geben soll für Starfield. Dass wir quasi dann nahtlos in die DLCs dann reingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele DLCs es kommen soll. Auf jeden Fall einige. Drei mindestens, gehe ich mal von aus. Also drei werden genauso wie... Ne, in Fallout 4 waren sogar mehr, ne? In Fallout 4 waren mehr DLCs. Aber Skyrim zum Beispiel und Morrowind... waren zum Beispiel auch drei DLCs. Aber dass wir nach und nach quasi einfach weiterspielen, hier ein bisschen Siedlungen weitermachen und so weiter. Also das Let's Play will ich auf jeden Fall ein bisschen in die Länge ziehen, sage ich jetzt mal. So. Einsteigen, ja. Wo waren das nochmal? Da oben, ne? In die Richtung. Hi Sam. Hi Andrea. So, kann ich hier eben alles einlagern? Frachtraum. So, wir haben ja hier mehr als genug Waffen. Und Anzüge haben wir auch.
So, Zacke kann auch alles weg. NASA-Laboruniform, okay. So, was haben wir noch? Ressourcen. Die dürfen alle weg. Die können wir einlagern. Die Drahtspulen können weg. Tragbarer CD-Player, den finde ich super. Dass wir den auch haben. So, wie sieht es eigentlich aus? Haben wir noch eine Quest? Schließe letzte Eindrücke ab. Letzte Eindrücke. Begib dich zum Planeten Prozion 6C und begib dich nach Freya. Warte auf die Feier. Oh, warte, da müssen wir noch hin. Also, Fräulein, ich bleibe lange auf und lese heimlich. Was gibt es? Hast du heute Nacht was Neues aus deinem Buch gelernt? Tu nicht so, als wärst du sauer. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich habe gelernt, dass die Leute auf der Erde mit Hilfe der Sterne navigiert haben. Echt cool. Wir heben ab. Aber es hat auch nur funktioniert, weil sie nur auf einem Planeten gelebt haben. Wie langweilig. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wo ein gewisser Solomon Cole durch seine Sternbeobachtungen gelandet ist. Dein Schiff riecht viel besser als Dads. Viel besser. Okay, yo, warte auf die Feier. 5 UT-Tage. Wir müssen jetzt zur Trauerfeier. Weil unser Barrel ja gestorben ist. Müssen wir da auf jeden Fall hin. Und der Barrel, der... Hast du neue Bücher für mich? So. Der Barrel, den wir hier ja haben, das ist ja nicht unser Barrel. Also dieser Sternblut. Dem vertraue ich nicht. Navigationscheck passt. Betreten sind an den richtigen Ort. United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Ja, ich möchte einfach nur landen, ja? Ich hoffe, du hast einen schönen okay, Tag. Wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. So, ach, da unten. So, Wohndistrikt, New Atlantis, Mass District, Landeplatz. Ne, wir wollen direkt zur Loge. Landen wir direkt mal in der Loge. Von, wir haben eigentlich noch viele Quests offen. Die will ich jetzt alle noch machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele, Wusstest du, dass ich ganz oben im Mast mal ein Büro hatte? Wer hoch fliegt? Der kann tief fallen, ja. So, es müsste jetzt eigentlich soweit sein hier. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verpasst. Schon mal hier sind, könnten wir ja auch ein wenig relaxen, statt nur zu planen. Sind auf jeden Fall alle da, glaube ich. Wo muss ich hin? Hier? Nee, im Raum weiter. Bett. Bis Gedenkfeier warten. Warte auf die Feier 4 UT-Tag. Ah, okay. Sarah ist nicht lange mein aktiver Begleiter, was? Okay, es geht los. Wo ist denn eigentlich die Musik hin? Einen Moment. Audio, wo ist die Musik hin? Hier.
Ich habe so das Gefühl, das Spiel hat gar keine Musik mehr. Dies war nicht der erste Verlust der Constellation, aber wohl der brutalste. Geht schon los? Ist der Constellation nicht fremd. Schon unser Gründer kehrte von einer Expedition nie zurück. So glorreich und aufregend es ist, ins Unbekannte vorzustoßen, ein Licht in die Dunkelheit zu bringen. Es fällt schwer, dem Preis dafür ins Auge zu sehen. Zu erkennen, dass diese Mutigen für unseren Fortschritt mit dem Leben bezahlen. Und dass wir es ihnen schuldig sind, für sie unsere Arbeit fortzusetzen. Vielen Dank, Sarah. Möchte noch jemand ein paar Worte sagen? Sag ein paar Worte. Was soll ich jetzt sagen? Hallo allesamt? Ich sollte wohl etwas sagen, aber mir fehlen die Worte. Danke, dass ihr hier seid. Ich sage es einfach, Barrett ist nicht nur gestorben, er wurde ermordet. Ich mach mal das. Barrett war mein Freund, Barrett brauchte mich und die Constellation. Es tut mir leid. Barrett wusste besser als wir alle, worauf wir uns einließen. Wir werden den Verantwortlichen für seinen Tod niemals vergeben. Barrett war mein Freund, komm. Er war mehr als nur ein exzentrischer Astrophysiker, er war der Beste von uns. Ich hätte ihn retten können, es hätte mich erwischen sollen, nicht ihn. Wäre er hier, würde er uns auftragen, weiterzumachen. Immer weiter. Wir ruhen nicht, bis wir ihn gerecht haben. Wäre er hier, würde er uns auftragen, weiterzumachen. Immer weiter. Und er wird mir fehlen, den Rest meines Lebens lang. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn weiterleben soll. Und ich werde alles tun, um sein Andenken zu ehren. Und ich werde nicht ruhen, bis dieses Sternblut dafür bezahlt hat. Nee, komm, sein Andenken ehren machen wir mal. Danke. Wenn noch jemand etwas sagen will. Optional, sprich mit allen oder geh, wenn ich fertig bin. Andrea möchte noch alle reden. Alle trauern. Ich kann es nachvollziehen, aber ich selbst fühle nicht das Gleiche. Wir stehen alle unter Schock, das ist normal. Ich dachte, auch du traust, Andrea, auf deine eigene Art. Aber ich habe Tod gesehen. Habe Menschen verloren, die mir nahe standen. Aber das ist anders. Und ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Doch, das tut es, Andrea. Schäm dich nicht für deine Gefühle. Danke. Ist das und? Leben nicht können nur Teilhabe am Sein? Unterhalten? Denn gleich. So beeindruckend die Vielfalt des Universums auch ist, sie existiert doch nur als Kontrast zu einer Einfachheit von solch Reinheit, dass sie ursprünglich oder gar göttlich scheinen muss. Unser Wesen entspringt der Vorstellung ihres Verstandes. Doch was wir als Vorstellung und Verstand verstehen, übersteigt derart unseren Horizont, dass selbst diese Metaphern kaum mehr sind als der Schaum auf den Wellen einer tosenden See. Es geht noch weiter, aber das waren die Sätze, die mich am meisten ansprechen. Danke. Das war sehr tiefsinnig, Matteo. Vielen Dank. Möchte noch jemand etwas mit uns teilen? Wir haben die Hälfte seiner Rede jetzt irgendwie verpasst. Komm, Walter, du bist dran. Ich spreche nicht oft darüber, woran ich glaube. Das scheint einfach überflüssig. Aber im Angesicht des Todes kommt man kaum umhin, in sich zu gehen. Wir haben einen geliebten Menschen verloren. Ja. Es ist endgültig. Es gibt keinen Gott im Himmel, der den perfekten Ausklang inszeniert. Es liegt also an uns. Wir sind noch hier. Wenn dieser Verlust uns zu größeren Taten anspornt, dann bewirkt er auf diese Weise etwas Gutes. Unsere Welt wird von Menschen geformt.
Wir sind es, die Dinge als gut oder böse einstufen, als freudvoll oder traurig. Wir tragen Verantwortung. Lasst uns dessen gedenken, was wir verloren haben. Walter, bist du Mitglied im Haus der Aufklärung? Das wusste ich nicht. Was? Tja, nun, manches behalte ich lieber für mich. Barrett hätte diese Einstellung bestimmt zu schätzen gewusst. Okay, sag, gibt's noch jemanden? Die gehen alle. So, schönes Staffelei für Gedenkfeier reden. Hey Barrett, ich bin's. Mit einem Moment der Stille enden? Ich kann das nicht. Du bist tot. Du kannst mich nicht hören. Hey Barrett, ich bin's. Mit einem Moment der Stille enden. Ich kann mit dem Bild nichts mehr machen, ne? Aber cooles Bild auf jeden Fall von ihm. So, Andrea ist nach oben gegangen. Aja. Ist auch noch da. Die sind hier am Heulen. Achso, die ist hier gekniet. Ich dachte schon, die ist da reingebackt. In die Erde. So, wir wollen jetzt nochmal mit Andrea reden. Die wollte jetzt noch was von uns. Komm, Andrea. Das ist schwerer, als ich dachte. Tut mir leid. Mir schwirrt der Kopf. Ist es hier leiser als sonst? Was? Oder irre ich mich? Es ist leiser, ja. Das ist wahrscheinlich nur der Schock. Du wirst schon wieder melancholisch sein. Aber gut, wenn nicht jetzt wandern. Es ist leiser, ja. Tod, dieser Bastard, holt uns alle. Es gibt da eine alte Geschichte von Aquila über zwei Pioniere, die ein unerforschtes Gebiet besiedeln wollten. Einer wird krank und wird's nicht überleben. Also sagt er zu seinem Partner, begrab mich nicht. Lass die Erde sich ihren Anteil nehmen. Ich würde dich lieber als Geist verfolgen, als im Jenseits eine Ewigkeit lang allein zu sein, bevor du eintriffst. Traurig, was? Ja, ist es, Sam. Du kannst einfach zugeben, dass du traurig bist, Sam. Du brauchst dafür keinen... Na, komm, pass ja, auf ist dich das. Auf. Sam hat das auch geliebt. Ich würde gerne mit dir reden. Einen Drink? Auf die pechschwarze See? Okay, komm. Darauf stoß ich. Auf alte Freundschaften. Mögen ihre Geister über die Grenzen des Alls ins Jenseits finden. Auf alte Freundschaften. Auf die Zukunft und das Ende. Ei. So, kann ich noch mit irgendwem anders reden? Hier? Das alles zeigt mir wieder, wie anders hier alles ist. Gut, mit dir zu reden. Als ich es bisher kann ich noch mal mit ihm? Hab in der Fleet viel Tod gesehen. Ist ein Grund, warum ich gegangen bin. Gibt's hier noch jemanden? Ich glaube, die sind alle unten, ne? Ist aber auch sehr still gerade, wirklich. Kann es sein, dass es still geworden ist, seitdem Dings gesprochen ist? Die Moral in der Loge ist merklich gesunken. Meinen Informationen nach handelt es sich hier um eine traurige Angelegenheit. Das scheint zuzutreffen. Das stimmt, Vasco. Fühlst du? Ich meine, kannst du Emotionen empfinden? Ich bin zur Analyse von sensorischen und biometrischen Daten programmiert und kann daher nicht in dem Sinne fühlen, wie Sie es meinen. Okay, das stimmt. Ich bin für die Bestätigung meiner Analyse dankbar, obwohl das sicher wenig zur Besserung Ihres seelischen Zustands beitragen wird. Wenn Sie möchten, kann ich aber einige tröstende Phrasen in meine Datenbank laden. Gerne. Tröste, was das Zeug hält. Ich sage einfach mal, ja, bin gespannt, was dabei rauskommt. Die Anpassung wird eine Weile dauern, aber alles wird gut. Wie war das? Überraschend wohltuend, furchtbar.
Ich war den Tränen noch nie näher als in diesem. Ich speichere das Feedback ab. Danke, Vasco. Bist klasse. Also toll gemacht. Sarah? Hey, wie fühlst du dich? Mir geht es gut, danke. Ehrlich gesagt fühle ich mich furchtbar. Irgendwie fühle ich gar nichts. Und was ist mit dir? Geht es dir gut? Ich habe das Ganze erst einmal verdrängt. Mir ist es wichtiger, dass es allen anderen gut geht. Ja, mir geht es gut, danke. Vergiss nur nicht, dich auch um dich selbst zu kümmern, okay? Falls du einen Moment für dich brauchst, sind genug Zimmer frei. Wir stehen das durch. Es fühlt sich an, als wäre alles verloren. Deswegen müssen wir erst recht zusammenhalten. Du musst nicht für uns stark sein, Sarah. Du kannst auch trauern. Tut mir leid, ich wünschte, ich könnte das Gleiche sagen. Ja, du musst nicht für uns stark sein. Wir müssen das alle auf unsere eigene Art bewältigen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ehrlich. Sie hat das wenigstens geliebt, okay. So, dann, okay, jetzt sind auf einmal alle hier, so, okay. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Neben den Reparaturen, den Einladungen und all den Formalitäten hatte ich nicht viel Zeit. Du hast das gut gemacht, Noel, danke. Ich hätte mich etwas nützlicher machen können. Jetzt ist wirklich nicht der richtige Augenblick für konstruktive Kritik. Nein, ich weiß. Es ist nur... Tut mir leid. Wenn ich weiter rede, fange ich an zu heulen. Ich gehe dann mal. Was? Noel? Ich hoffe, das war genug. Es ist nicht viel. Okay, Aja? Ich erinnere mich. Die Hochzeit. Ich habe mich sehr für euch gefreut. Ich wünschte, ich wäre unter besseren Umständen hier. Danke fürs Kommen. Leider ist das nicht meine erste Constellation-Trauerfeier. In 35 Jahren musste ich von vielen Freunden Abschied nehmen. Es schmerzt, über seinen Tod zu reden, aber ich fühle mich einfach wie gelähmt. Ich habe Barrett damals rekrutiert. Er war brillant. Und dem Rest von uns meist meilenweit voraus. Du warst vor Sarah Vorsitzende? Wie war Barrett damals so? Genau wie du ihn sicher auch kennst. Stets fröhlich und stets bereit, genau zur richtigen Zeit genau das Falsche zu sagen. Als Mentor kann man jemanden wie Barrett eigentlich nur auf die Welt loslassen und hinterher Schadensbegrenzung betreiben. Okay, der war gut. Genau im richtigen Moment das Falsche zu sagen. Oh ja, ich habe ihn und seinen Mann getraut. Ich hatte Irwin gewarnt, worauf er sich da einließ. Aber das machte ihm nichts aus. Beziehungen in der Constellation sind immer noch kompliziert, nehme ich an. Wenn man sich wie eine Familie fühlt, verschwimmen die Grenzen der Formalität. Das macht jeden Verlust nur noch schmerzlicher. Aber hoffentlich war eure gemeinsame Zeit dadurch auch umso wertvoller. So blicke ich zumindest darauf. Moment, Barrett war verheiratet? Hat er das nie erwähnt? Doch. Vielleicht wollte er keine alten Wunden aufreißen. Der Koloniekrieg hat uns allen viel genommen. Du warst vor Sarah Vorsitzende? Ja, das war ich. Sebastian Banks war mein Mentor. So lange bin ich schon Teil unseres kleinen Vereins hier. Du kanntest Sebastian Banks? Ich kannte ihn, stritt viel mit ihm und versuchte, sein Andenken zu wahren. Wir sagten immer, morgen kommt Sebastian wieder. Als Erinnerung daran, dass er noch mit uns war, noch immer in diesem Gebäude steckte. Okay, mit ihr haben wir jetzt gesprochen. Reden wir nochmal mit Walter. Hast du kurz Zeit? Ich unterhalte mich bei Trauerfeiern nicht gerne, aber... Jetzt nicht, Walter. Es würde mich wohl nicht umbringen. Tut mir leid, schlechter Scherz. Komm, ja, lass Glaubst uns reden. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich hoffe, es ist nicht zu taktlos, jetzt über so etwas zu reden. Ich weiß es nicht. Ich werde es wohl herausfinden, wenn es soweit ist. Irgendetwas erwartet uns nach diesem Leben bestimmt. Ich bezweifle es. Wir haben nur ein Leben.
Ich wäre da wirklich so in der Meinung, dass ich es nicht weiß. Werden wir das nicht alle? Nun, ich habe dich genug in Anspruch genommen. Also ich weiß es nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber werde ich auch irgendwann früher oder später erfahren. Zu trauern fühlt sich irgendwie falsch an. Eigennützig. Tränen bringen die Toten nicht zurück. Es ist nichts falsch daran zu trauern, Matthieu. Es ist leichter, sich schuldig zu fühlen. Entschuldige mich. So, was ist mit ihr? Sona? Geh ruhig, mach dein Ding. Ich komm schon klar. Wie die da am Wackeln ist. So, okay, jetzt haben wir hier oben noch ein paar. Kara. Hi. Hey, hör zu, ich sollte wirklich nicht versuchen, mit einem Kind über den Tod zu reden, aber was soll's? Bist du okay, Kara? Nein, und frag mich das nicht nochmal. Nichts ist okay, klar? Alles ist furchtbar. Hey. Hier sind so viele Leute. Alle, um sich zu verabschieden. Ja, es sind eine Menge Leute. Sag uns, wenn du etwas allein sein willst, Crow. Sie wollen nur Abschied nehmen. Ja, es sind eine Menge Leute. Soll dadurch alles in Ordnung sein? Sollen wir uns dadurch besser fühlen? Wir haben jemanden verloren. Es ist nur natürlich, dass wir uns nach Nähe sehen. Nein, aber wenn wir uns jetzt verlieren, können wir uns nicht gegenseitig helfen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Boah, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, keine genau Ahnung. Genau das meine ich. Es ändert gar nichts. Du bist nicht allein, Cora. Wir sind alle für dich da. Wir können nicht ändern, was passiert ist, aber wir müssen weitermachen. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen will. Du bist nicht allein, Cora. Ich würde am liebsten einfach Millionen Lichtjahre weit weg sein. Lass mich einfach erstmal allein, okay? Ja. Alles klar, Cora. Kann ich verstehen. Das ist schwerer, als ich dachte. Hab ich schon alle durch? Noge war früher einladender. Das alles zeigt mir wieder, wie anders hier alles gut, ist. Gut, dass wir alle hier sind. Selbst ich bin in solchen Zeiten nicht gerne allein. Ich glaube, wir sind hier durch. Also mit Andrea kann ich jetzt auch nicht nochmal reden. Das war jetzt eine traurige Folge, sage ich jetzt mal. Wir haben wieder einen Skillpunkt bekommen, okay. So, kann ich jetzt hier was machen? Waffentechnik. Zoologie, Waffentechnik würde ich mal machen. Stell 5 Waffennutzer. Okay, machen wir als nächstes. Hi. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Okay, was haben wir jetzt für eine Quest offen? Sprich mit Andrea. Also die ist noch da drin, ne? Okay, das ist also die normale Quest gewesen, auch mit ihr, die offen war. Wird mir klar, wie wichtig der Beitrag der Constellation zur Erkundung ist. Ja? Andrea? Endlich kennen wir alle Antworten. Und doch stehe ich nun hier, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Die Allheit ein Multiversum? Tote Freunde, die wieder erscheinen? Das ist einfach zu viel. Die Artefakte, die Kräfte, die Sternblüter, es passt alles zusammen. Du scheinst dich gar nicht darüber zu freuen. Es gibt nur einen Weg, um zu beweisen, ob es wahr ist. Jemand muss die Allheit betreten. Und du glaubst wirklich, dass es so einfach ist? Nein. Diese Theorie zu verifizieren, das ist, als würde man das Konzept eines Jenseits verifizieren. Wenn alles wahr ist, was die Sternenblüter sagen,
Dann erfährt man die Wahrheit, indem man durch die Allheit geht. Aber wer auch immer das tut, wird uns anderen nie von dieser Wahrheit berichten können. Was also hilft es uns? Die Existenz der Sternblüter hier in unserem Universum ist ein Beleg. Das war immer unsere Mission, die Wahrheit ergründen um jeden Preis. Wenn du mich fragst, ist das allemal besser als zu sterben, um antworten zu... Nee, das war immer unsere Mission. Wir wussten nicht, dass unsere Mission uns hierher führen würde. Konnten es nicht wissen. Wenn es wahr ist, ändert es alles, was wir über das Universum wissen. Und wir können es nicht überprüfen, ohne diesen Schritt zu wagen. Es ist okay, Angst zu haben. Das ist ein gewaltiger Schritt. Wir müssen sehen, wohin das führt, was die Allheit ist. Wir müssen zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Die Sache ist zu gewaltig, um das nicht zu tun. Ich will das durchziehen und brauche deine Unterstützung. Es ist okay, Angst zu haben, würde ich sagen. Selbst wenn die Sternblüter die Wahrheit sagen, wenn du in die Allheit gehst und in einem anderen Universum herauskommst, sieh dir an, wer sie sind, zu was sie geworden sind. Sie sehen aus und klingen wie Menschen, die du kennst. Doch sie sind es nicht. Hast du denn gar keine Angst, dass auch dich dieses Schicksal ereilen könnte? Dass du für uns andere nicht mehr zu erkennen wärst? Darum geht es doch bei der Entdeckung überhaupt. Risiken eingehen, sich in das Unbekannte wagen. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber ich muss das durchziehen. Das ist alles nur graue Theorie, bis wir alle Artefakte haben. Konzentrieren wir uns darauf. Die Sache läuft auf jeden Fall, also spiel lieber mit. Na, das ist alles nur graue Theorie, wie ich meine. Ich habe den starken Eindruck, dass du nur versuchst, dieses Gespräch möglichst lange hinauszuzögern. Irgendwie aber schon. Aber du hast nicht Unrecht. Und wir wollen natürlich nicht, dass die Artefakte in andere Hände fallen. Zurück ans Werk. Nachdem wir jetzt unser Ziel kennen, dürfen wir keine Zeit verlieren. Okay, dann haben wir das jetzt auch durch. Letzte Eindrücke. Begib dich nach Freya. Schließe die letzte Eindrücke ab. Geheimnis der Erde. Ich würde die beiden vielleicht mal Kraft aus dem Jenseits. Sprich mit Wladimir, um Tempel zu finden, würde ich mal sagen. So, Beweislast haben wir noch. Wir haben noch viele Quests eigentlich. Ja, sprich mit Sam Coe. Muss ich auch nochmal quatschen. So, Sam. Sam ist gegangen, okay. Komm, geh auf. Wo wollt ihr jetzt Matteo hin? Was hältst du von diesem Konzept der Allheit? Ich dachte, ich würde die Lage verstehen. Aber jetzt zweifle ich. In der Überzeugung des Sanctum Universum war es Gottes Wille, dass wir zu den Sternen reisen. Deswegen sind wir hier. Ist das der nächste Schritt unserer Reise? Ist es das, was wir hier draußen lernen sollten? Ist die Allheit vielleicht... Ist sie Gott? Oder ein Weg zu ihm? Ich sag dir, wenn ich es geschafft habe, ich kann das alles noch nicht ganz begreifen. Wir dürfen nicht vorgreifen. Ich kann das nicht begreifen aktuell. Ich wusste, dass wir mit diesen Artefakten etwas Großem auf der Spur sind. Aber das hätte ich nie gedacht. Ich weiß nur eines, ganz sicher. Wir müssen das durchziehen. Wir müssen die restlichen Artefakte finden. Pass auf dich auf! Ja, okay. Auf zu Sam. Ah, hallo. Selber hallo. Mich stört das, dass die Musik jetzt eigentlich gar nicht mehr so häufig ist. Das stört mich wirklich gerade. Ist das irgendwie ein Bug? Kam das jetzt durch ein Patch oder sowas? So, erstmal zum Raumhafen.
Ja, das mit der Musik, das stört mich wirklich extrem. Das Sam. Mora wirft ganz Steine in den Teich. Was der Schöpfer wohl damit Also kennen wir die wollte? Antwort. Wer sind die Sternblüter? Tja, wir sind es. Oder zersprungene Spiegelbilder von uns. Die ganze Sache wirkt so surreal. Sternblüter sind Menschen. Das ist doch verrückt. Du hattest die Theorie, dass es außerhalb der besiedelten Systeme Menschen gibt. Ein Punkt für dich. Ja. Als würde jemand mitzählen. Aber ja klar, ein Punkt für Team Sam. Ich hatte gehofft, die Sternblüter sind so fortschrittlich, dass ihre Sorgen kosmisch sind. Bedeutend. Stattdessen zanken sie sich um bescheuerte Spielsachen, wie wir es seit der Steinzeit machen. Für sie ist das nur ein blödes Spiel. Und dass wir sterben und leiden, ist irrelevant. Ihre Beweggründe wirken in der Tat, naja, menschlich. Ich glaube, es ist schon ein klein bisschen komplizierter. Ihr Highlight ist kein Spielzeug, sie hat gewaltige Implikationen. Ja, es ist schon ein klein bisschen komplizierter. Ich hoffe es. Die Allheit ist also ein Portal. Ein Portal zu endlosen Möglichkeiten. Und du kannst hindurchgehen. Stell dir das vor. Also ganz ehrlich, das klingt nach einem unglaublichen Abenteuer. Ich weiß nicht, ob du jemanden mitnimmst. Aber wenn du mich nimmst, ich habe keine Ahnung, ob ich durchgehen würde oder nicht. Ohne Cora wäre ich ohne zu zögern dabei. Und Cora würde uns sicher beide wegschubsen, um als Erste reinzuspringen. Du kennst ja ihren Forschergeist. Ich will nicht in ein anderes Universum gehen. Für so eine Gelegenheit wurde die Constellation gegründet. Der Traum eines jeden Entdeckers. Ich habe mich noch nicht entschieden. Eine gewaltige Entscheidung. Du schläfst heute sicher nicht. Du entscheidest, mit wem du arbeitest. Aber der Hunter hat jemanden umgebracht, der uns nahe stand. Klar, der Gesandte ist vielleicht eine Version von Barrett. Aber er ist nicht unser Barrett. Die aber deswegen Meinung ist es auch. Noch lange nicht okay, was der Hunter gemacht hat. Wenn die Sternblüter Partycrasher aus anderen Universen sind, unterstütze ich den, der keine Unschuldigen ermordet, um zu gewinnen. Ich bin ganz deiner Meinung, was den Hunter angeht. Die Sache ist einfach so gewaltig, ich habe keine Ahnung. Ich mag sie beide nicht. Ich denke, die Mission des Gesandten könnte ich unterstützen. Ich mag sie beide nicht. Ich auch nicht. Mir schwirrt immer noch der Kopf. Ich brauche wohl einfach ein paar Tage. Mach's gut. Ich glaube, das werden wir alle brauchen. Wo ist Sarah hin? Da. Habe ich noch mehr Aktivitäten jetzt? Hole dein neues Schiff ab, bring die Star Parcel Paket nach Cydonia. Wir haben eigentlich noch so viele Quests. Ich glaube, wir können die nach und nach erstmal alle abarbeiten. Wo ist Ryujin? Müssen wir auch noch machen. Ryujin müssen wir auch noch fertig machen. Dann würde ich sagen, aber wir machen dann für heute erstmal Ende. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Alles gut bei dir? Ja, okay. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.